Herzlich willkommen im Gruselhaus. Wir sind Annemarie und Andy. Und heute haben wir für euch den Film Babadook mitgebracht. Yippie-yippie-yay. Yippie-yay. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit den Eckdaten. Die Eckdaten. Wir haben den Babadook von Cape Light, 94 Minuten, FSK 16. Das ist ein australischer Horrorfilm aus dem Jahre 2014 von Jennifer Kent. Hört, hört, der Cast der relevanten Personen. Also wir haben es jetzt wirklich hier kurz gehalten, weil eigentlich schon zwei Personen zu viel, aber hört selbst. Es sind einmal die Essie Davis, spielt die Amelia, Noah Wiseman, den Samuel, Hayley McElhinney, Claire, und Barbara West, Mrs. Roach. Was wäre ein Vorlesen der relevanten Personen ohne Versprecher? Nur so funktioniert das. Kamera, Radoslav Latschuk. Spezialeffekte, Clint Dott. Musik, Score, Jet Kurzel. Ich finde den Namen voll süß. Das Kurzel. Kannst du ihm ja gerne schreiben. Kann ich machen. So, zuletzt kommen wir noch zum Budget. Und zwar hat das Ganze 2 Millionen US-Dollar gekostet und weltweit 10 Millionen US-Dollar eingespielt. Yay! An dieser Stelle, bevor wir loslegen, ja, möchte ich mich schon mal im Vorhinein bei Noah Wiseman entschuldigen. Ich weiß, es ist nur eine Rolle, die er spielt. Er spielt sie auch super gut. Man hasst diesen Jungen aus Leib und Seele. Boah, es ist wirklich, ne? Und krass. Wie gesagt, ich entschuldige mich, aber er macht es sehr gut. Und sehr nervig. Ja. Aber man nimmt es ihm halt volle Kanne ab. Also, ja, leider Gottes. Hut ab, Noah. Ja. Uhu. Glanzleistung. Egal, lass uns anfangen. Wir stürzen uns in den Film, würde ich sagen. Und wir sehen am Anfang eine Autoszene, in der eine Frau hektisch atmet und eine Scheibe zerbricht. Und es wird herumgeschleudert. Im Hintergrund schon so ein leises Mam, Mam, Mam. Und man bekommt immer mehr den Eindruck, dass wir hier eine Szene eines Autounfalls haben, wo sich ein Auto überschlägt. Mam. Die Frau sieht dann zum Fahrer oder zu der anderen Person und sieht eben einen Mann dort sitzen. Und auf einmal wacht eine Frau auf, denn es war nur ein Traum bzw. Flashback. Und sie wird, wie ihr schon gehört habt, von einem Kind geweckt. Und zwar von ihrem Sohn. Also die Frau wacht auf und das Kind sagt: Ich habe wieder den Traum gehabt. Und die nächste Szene ist dann im Kinderzimmer, wo Mutter und Sohn zusammen das Zimmer nach Monstern durchsuchen, schauen unterm Bett, im Schrank, wo man halt so alles Monster erwarten könnte. Genau. Und sie will ihn dann eben auch wieder zum Schlafen bewegen, aber das Kind ist mega quengelig. Geschichte und, vorlesen, bitte, bitte. Ja, bitte. Und schlussendlich schläft das Kind dann auch nicht alleine im Bett, sondern bei der Mutter und ist auch da sehr, sehr anhänglich. Also so, das ist halt schon sehr nervig. Der Arm klammert so am Hals, sag ich mal, und ein Bein ist so über die Mutter drüber geklammert. Die Zähne knirschen dann auch noch, ne? Also schon mega anhänglich. Ist und halt sehr. Die Frau befreit sich dann auch irgendwann, als das Kind eben tiefer eingeschlafen ist, so von dieser Umklammerung, rutscht etwas ab von ihm, damit es halt auch mal ein bisschen vielleicht die Frau runterkommt. Und aber wirklich ein Auge zu bekommt, das arme Ding. Nee, nee, die arme Frau. Und ich finde halt aber auch mal, wenn wir hier schon den Noah-Props gegeben haben, mal an die Miss Davis Respekt an die Schauspielerin, weil die hat diese Rolle auch mega gut gespielt. Ja, vor allen Dingen ist sie halt auch. Aber das kann man ja später. Genau. Jetzt aber ist noch in der Story. Genau, also wie gesagt, irgendwann schläft sie dann halt doch so ein bisschen ein, als dann plötzlich am nächsten Morgen der Wecker schrillt. So, das Kind ist aber schon wach und bastelt irgendwie im Keller da was und poltert da umher. Und die Frau hört das dann und beziehungsweise wird erst von dem Wecker wach und hört dann dieses Gepolter und Geklapper und rennt dann runter und findet ihr Kind ja unten im Wohnzimmerbereich genau, halt vor. Und da hat sich quasi im Keller eine Waffe gebastelt und zwar eine tragbare, so wie ein Rucksack tragbaren Katapult, wo dieser Katapultarm dann über ihn wegschießt. Ja, und da eben dann irgendwie Bälle rausschießen können. Das ist Wahnsinn.
Also schon sehr kreativ durchaus. Ja, also was Waffen angeht. Ja, und er ist halt auch mega aufgekratzt und mega hektisch und will halt jetzt seiner Mom vorfinden, hier, ich habe eine Waffe. Jetzt guck doch mal. Mega nervig. Und dann vor allen Dingen, wie gesagt, hier, ne, hier, ich habe eine Waffe gebaut, ne, die, damit werde ich das Monster vertreiben. Und die Frau versucht halt die ganze Zeit, ihren Sohn zu beruhigen, nach dem Motto, nein, nein, schieß das hier nicht im Wohnzimmer. Schon ist es passiert. Klirr. Eine Scheibe geht zu Bruch, natürlich. Und als nächstes wirbelt das Kind irgendwie, will eine Zaubershow vorführen. Und du musst hier hingucken, du musst hier hinsehen. Wenn du nicht hinguckst, funktioniert das nicht. Du musst hier hingucken. Ist mega penetrant. Und die Mutter will einfach nur versuchen, das Kind irgendwie schulfertig zu machen und sich halt fertig machen, zu machen für die Arbeit. Und er soll doch bitte keine Waffen mehr bauen. Genau. Das muss man auch mal sagen, dass man seinem sechsjährigen Kind sagen muss, hör doch mal bitte auf mit dem Waffenbau, Mensch. Ja, und das Kind umarmt dann halt auch die Mutter, aber die ist halt eher so ein bisschen abweisend, also schiebt ihn dann auch so ein bisschen weg. Und dann in der nächsten Szene wird das Kind zur Schule gefahren und sie geht eben zur Arbeit. Und sie arbeitet in einem, also als Altenpflegerin in so einem Seniorenheim. Und man erfährt dabei, dass die gute Frau Amelia ist. Genau. Und eben während der Schicht kommt halt eine Kollegin oder Chefin halt rein und meint, die Schule des Sohnes ist am Telefon und sie wird quasi von der Arbeit weggeholt und sitzt in der nächsten Szene im Besprechungs- oder im Büro vom Direktor. Genau, und auf des Direktors Tisch liegt eine kleine, selbstgebastelte Armbrust. So eine Mini-Ausgabe quasi. Das ist Wahnsinn. Also schon kreativ, das Kind. Aber eben jetzt wird halt darüber gesprochen, von wegen, hier Samuel hat hier das abgeschossen. Der Sohn heißt nämlich Sam, beziehungsweise Samuel. Und dann ist weil da auch so kleine Dartpfeile halt drin sind, ist das schon gefährlich. Also es hätte auch im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen können. Und sie ist halt auch, Amelia ist natürlich auch sehr erschrocken, fragt natürlich auch, ob jemand verletzt wurde. Das wurde es zum Glück halt nicht. Aber es ist doch eine Verärgerung da und es wird halt auch die ganze Zeit gemeint, sie wollen halt irgendwie eine, für dieses schwierige Kind, eine Aufsichtsperson halt irgendwie organisieren. Ja, wir müssen den von den anderen trennen, ne, und ja. Daraufhin sie halt natürlich zu Recht dann, ja, aber dann fühlt er sich ja erst recht nicht akzeptiert und dass er quasi dazugehört, ne. Und das macht es halt noch schwieriger und Amelia wird in dem Gespräch halt auch immer ärgerlicher und sagt halt erstmal, nennen Sie ihn nicht immer den Jungen oder das Kind, er hat einen Namen, ne. Und zweitens ist sie eben dann so ärgerlich, dass sie sagt, ich werde ihn von der Schule nehmen. Genau. Da muss man halt in Erwägung ziehen, ihn auf eine andere Schule zu packen. Genau. Naja, nächste Szene im Auto. Hier Amelia und, wie heißt das, Samuel? Samuel, ja. Ja, Mrs. Bowen hasst mich. Ja. Ja, auf jeden Fall macht sie halt auf der Fahrt nach Hause irgendwie noch Vorschläge, was man unternehmen kann. Man könnte sich ja mit ihrer Schwester Claire treffen und mit der Nichte Ruby zum Spielen. Und sie sprechen halt über diesen Vorfall in der Schule. Und in der nächsten Szene sind wir schon schwuppsdiwuppsdi beim Einkaufen, denn wir haben eine Supermarktszene vor uns, als eben Samuel gerade heraus einer fremden Frau einfach erzählt, ja, mein Vater ist gestorben, als er meine Mutter in den Kreißsaal fahren wollte, als sie mit mir schwanger war. Und die ist völlig geschockt irgendwie von dieser Offenheit dieses Kindes. Und Amelia entschuldigt sich halt auch bei der Frau, weil ihr ist das sichtlich unangenehm. Ja. Ne? Und ja, und vor allem sagt diese Frau dann noch hier von wegen, dann hat deine Mutter ja Glück, dass sie dich hat. Ja, aber irgendwie ist diese ganze... Ein Wahnsinnsglück hat sie. Ganze Situation etwas angespannt. Auf jeden Fall treffen wir uns dann in der nächsten Szene mit der Schwester, also Claire. Genau, auf dem Spielplatz. Ne? Ruby auf dem Spielplatz und dort, also die Kinder spielen. Das geht schon wieder los. Ja. Mom, 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 ich werde dem Monster den Kopf einschlagen. Mom. Es ist wirklich furchtbar, Leute. Ja, also immer wieder dieses Monster-Thema wird thematisiert und er will die ganze Zeit permanent halt Aufmerksamkeit und die beiden Frauen versuchen das Ganze auch so zu ignorieren und unterhalten sich und Claire versucht halt auch ihrer Schwester so zu signalisieren, hier pass mal auf, Ruby, die möchte gerne eine eigene Geburtstagsfeier, weil es wohl anscheinend die Jahre davor immer Brauch war, dass die Kinder irgendwie zusammen ihren Geburtstag gefeiert haben.
Und ja, also ne, nach dem Motto, sie will jetzt eine Prinzessinnenparty haben und nach dem Motto, Pech gehabt jetzt hier. Und hier Samuel in der Zwischenzeit, Mom, ich kann noch weiter nach oben klettern. Ah, Mom. Und klettert natürlich, ja, ignoriert von den beiden Frauen auf dieser, auf dem Schaukelgerüst halt hoch und steht letztendlich auf diese ganz obersten Sprosse, wo halt auch diese Schaukelseile angebunden sind. Und ja, dann endlich registrieren dann mal die Frauen, was er da getan hat und springen erschrocken auf. Nächste Szene. Auto. Ja. Ein Wahnsinnsgeheule. Gejammere, schreien, durchdringend und alles. Das wird eine sehr nervige Folge. Sehr, sehr nervig. Damit ihr dann mal wisst, wie es ist, diesen Film zu gucken. Und also, die bringen das halt perfekt rüber, diese Stimmung. Ne? Sie, die überforderte Mutter, er, dieser, ja, aufsässige, quengelige, laute Sohn. Auch ein bisschen verhaltensgestört. Ja, halt auch, also ne, ja. Es wird halt so signalisiert nach dem Motto, mit dem Kind stimmt ja vielleicht irgendwas nicht. Naja, auf jeden Fall sind sie dann irgendwann zu Hause angekommen. Sie hat das irgendwie über sich ergehen lassen, diese Fahrt. Und sie unterhält sich noch, während Sam schon mal ins Haus geht, mit ihrer Nachbarin Mrs. Roach. Also sie scheint auch sehr hilfsbereit zu sein, bringt noch ihren Müll raus und ja, wie gesagt, Sam geht schon mal rein und der kleine Hund kommt ja auch nach draußen entgegengelaufen. Denn die haben noch einen kleinen Hund. So einen kleinen weißen Cäsar. Ne? So ja, ein Weste ist aber, glaube ich, nicht. Ja. Naja, aber als nächstes sind sie dann eben drin und der Hund fängt an, vor der verschlossenen Kellertür so ein bisschen zu kratzen und zu bellen. An der Tür. So, tsch, tsch, tsch. Wird dann aber irgendwie von Emilia halt so weggenommen von der Tür und dann ist das auch erstmal vorbei. Und dann geht es wieder dazu, sich Bett fertig zu machen und es wird wieder alles kontrolliert, unterm Bett, im Schrank, Monsterkontrolle quasi. Und dann sagt sie, ja, hier kannst du dir noch ein Buch aussuchen, woraus ich dir eine Geschichte vorlesen kann. Und auf einmal hat Sam eben ein rotes Buch, wo drauf steht Mr. Barbadoc. Und dann fragt Emilia auch noch, wo hast du das denn her? Also es scheint ihr unbekannt zu sein. Und Sam meint ja, aus dem Regal. Ganz ja. Aufgeweckter Junge. Ganz aufgeregt. Ja, es ist so eine Art Aufklappbuch, ja, wo man eben, ja, wenn das dann so im Gebilde einem so entgegenkommt, genau. So diese Papp-Aufklappbücher. Wo man auch an so einem kleinen Hebel so ein bisschen, dann winkt der Arm dann halt. Genau. So, das ist eine Geschichte. Und Emilia fängt eben auch an vorzulesen. Und hier mal kurz, also wir werden nicht das komplette Buch vorlesen, aber mal einen kleinen Ausschnitt. Und zwar, wer das hier liest, schau hin und guck, wirst ihn nicht mehr los. Er ist der Barbadoc. Tja. Genau. Und sie liest dann im Prinzip halt vor und es wird ihr schon so von Seite zu Seite, bekommt sie schon so ein komisches Gefühl. Ist dann auch schon, sollen wir vielleicht doch was anderes lieber lesen? Aber nein. Nein, Samuel beharrt darauf. Nein, du hast versprochen, ich darf mir das aussuchen. Also liest sie dann weiter. Mhm. Und als es dann immer gruseliger wird, liest sie halt nur noch für sich so ein bisschen und hier der Samuel hier dann tut er den Jungen weh, also dem Buch halt, ne, dass genau. Der Barbadoc quasi den Jungen sich im befindlichen Buch quasi schnappt. Ne, und wie gesagt, sie blättert halt schon mal für sich so ein bisschen vor, ne. Und liest schon mal so in Gedanken für sich. Also sie liest es dann, wie gesagt, nicht laut vor. Der Junge vor. Jetzt halt auch wieder hier aufgelöst. Genau, ne, also Samuel bekommt dann eben auch Angst, wird hysterisch und wie gesagt, sie legen dann das Buch weg. Samuel ist mega hysterisch und heulend auf ihrem Schoß und sie liest ihm ein komplett anderes Buch vor, was vielleicht eine bessere Option ist. Ja. Etwas von Stephen King. Ja, und genau, von Stephen King. Viel besser. Ja, nee, auf jeden Fall hat er sich dann so langsam beruhigt und schläft dann auch irgendwie ein bisschen so bei ihr, aber als er dann so eingeschlafen ist, geht Emilia raus und nimmt das Buch mit, um es sich nochmal etwas genauer und in Ruhe anzugucken und bemerkt eben auch am Ende des Buches, dass da irgendwie scheinbar noch hinten drin so ein paar leere Seiten sind. So, es sieht so ein bisschen unfertig aus. Wer weiß. So wirkt das halt so ein bisschen. Auf jeden Fall versteckt sie das dann oben auf den Schrank, sodass da keiner mehr hinkommt. Genau. Also so ein bisschen nach dem Motto, ne, aus den Augen, aus dem Sinn. Und sie schaut eben noch lange fern und hat auch augenscheinlich irgendwie Zahnschmerzen, weil sie sich immer mit
der Hand über die Wange so reibt, so am Kiefer lang. Also es sieht irgendwie aus, als wenn sie Zahnweh hat. Geht dann eben irgendwann ins Bett und möchte sich einfach nochmal selber etwas Vergnügen verschaffen mit einem Vibrator, sagen wir es mal so, etwas Zeit für sich haben. Und was ja auch verständlich ist. Ja, ne? Total. Es muss ja auch mal raus. Okay. Auf jeden Fall, auch das ist ihr nicht vergönnt, denn Samuel wacht auf, schleicht in ihre Schlafzimmer und schreit Emilia an, der Babadook ist da! Erst war der Schrank zu und jetzt ist er auf. Und Amelia natürlich, nein. Nein, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Sie seufzt, beruhigt ihn und... Es ist heute viel passiert, du bist erschöpft. Und Sam sagt dann halt aber auch, ich will nicht, dass dir etwas passiert, Mami. Und sie sagt dann halt auch, es wird nichts passieren. Und er meint dann halt auch, er wird sie beschützen. Okay. Und irgendwann schläft dieses Kind dann auch ein. Aber sie liest halt noch ein bisschen, weil sie irgendwie überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen kann und nicht schlafen kann. Als sie plötzlich ein Geräusch hört. Ein paar Geräusche, ein kleines Klopfgeräusch da aus weiter Ferne. Allerdings beachtet sie das gar nicht weiter in diesem Moment und macht das Licht aus. Also ich könnte das ja nicht. Macht das Licht aus. Ausmachen? Also ja, du hörst ein Klopfen und dann, ach, was machen wir? Machen wir, weil ich schlafen will. Ja gut, kann ja auch. So, sie ist auf jeden Fall ganz... ganz cool, macht das Licht aus, legt sich hin und zieht auch so ein bisschen die Decke über ihren Kopf. Zieht schon richtig die Decke über den Kopf. Und? Kommt schon am anderen Ende wieder raus. Pennt dann auch ordentlich durch, bis Samuel am nächsten Tag meint. Mom, es ist 9 Uhr. Und dann macht sich natürlich Hektik breit, weil sie viel zu spät dran ist. Sie ruft dann eben auch noch bei der Arbeit an und meint so, ja, mein Kind ist krank, er musste sich übergeben, so ein bisschen als Ausrede. Und weil Sam ja quasi von der Schule so runtergenommen wurde, wird er... Sam schnappt sich aber schon seinen Katapultrucksack. Natürlich. Ne? Und ja, Amelia dann, nein, das bleibt hier. Ja, genau. Und er bringt es dann auch widerwillig weg. Widerwillig, aber auch. Äußerst widerwillig. Ne? Ja, wenn ich meine Waffe gegen die Monster, natürlich. Und es gibt gleich keine Gruselgeschichten bei Tante Claire. Genau, er soll den Tag nämlich bei Tante Claire verbringen und Ruby, seine Cousine. Und man sieht als nächste Szene dann, sie ist auf der Arbeit und bespaßt die älteren Herrschaften mit einer Runde Bingo. Genau. Und einmal in ihrem Leben möchte sie sich ein kleines Späßchen gönnen, da weil von den alten Leuten keiner zuhört, da was da überhaupt passiert. Und sagt dann, die Nummer 5 Milliarden, ne? Und wird prompt ertappt von, ja, Kollegin oder Chefin, das wird nicht so deutlich, aber die funkelt sie direkt böse an und einmal, weißt du, will man sich was gönnen und dann... Kriegst sofort mit dem Lachseimer eine übergezogen. Auf jeden Fall befindet man sich dann irgendwie anschließend nach dem kleinen Späßchen im Pausenraum, sag ich jetzt mal. Und sie unterhält sich mit einem Kollegen, der meint, ja, pass auf. Ich kann gerne hier deine Nachmittagsschicht für dich einspringen. Dein Kind ist doch krank und dann fahr du mal nach Hause. Mein Highlight-Satz aus dieser Unterhaltung ist dann, dass Amelia ihren Kollegen dann fragt, wie läuft es im Geflügel? Geflügel, hahaha. Ja, ja. Ich feiere diesen Satz. Tut mir leid. Die ganze Zeit schon. Mensch, aber ich doch, ist doch witzig. Entschuldigung. Kein Problem. Auf jeden Fall ist er halt super lieb und nett und sagt, er springt für sie ein und sie nutzt die Chance auch. Und dann gönnt sie sich halt wirklich mal ein kleines bisschen Fitzelchen Auszeit und ist irgendwie in einem Kaufhaus ein bisschen am Schaufenster stöbern und gönnt sich ein Eis. Und als sie dann sich auf den Weg machen möchte nach Hause, sie hat ihr Auto eben in der Tiefgarage geparkt, sieht sie dann noch ein verliebtes Pärchen, welches sie eben sehnsüchtig noch ansieht oder hinterher sieht und sieht dann eben auf ihrem Handy plötzlich 10 verpasste Anrufe von ihrer Schwester Claire. Ja, dass anscheinend hier Ruby doch etwas Angst hat von diesen ganzen Babadook-Geschichten, die ihr, Samuel die ganze Zeit erzählt hat. Und Samuel das hat ist doch nicht normal. Ausgepackt. Der gehört in eine Behandlung. Wo warst du überhaupt? Auf der Arbeit warst du auf jeden Fall nicht. Ne? Voll vorwurfsvoll. Weil die arme Frau, die kriegt halt wirklich von allen Seiten immer eins rübergebraten. Niemanden kann es halt recht machen. Der Junge schmeißt auch noch hier Knallerbsen auf den Boden.
Und dann meint sie auch, wo hast du das überhaupt her? Ja, das hast du mir doch im Internet bestellt. Ja, das und war's sie so, dann mit den Internetbestellungen. Genau, so nach dem Motto Notiz an mich. Auf jeden Fall fahren die dann irgendwie nach Hause und ja, nach dem Motto, pass auf, wenn es diesen Barbadoc geben würde, dann würden wir ihn ja hier sehen. Und er meint dann, also Sam meint dann, er will dir erst Angst machen, bevor er dich frisst. Und dann meint sie, Pech, du kriegst halt keine Geburtstagsparty, wenn du hier so weitermachst. Und Ruby will ja sowieso nicht. Genau, ne? Beziehungsweise Ruby will ja sowieso nicht mit ihm zusammen mehr Geburtstag feiern, weil sie eine eigenständige Party haben will. Ja. Auf jeden Fall ist dann das Thema erstmal durchgekaut und man ist wieder zu Hause und genau, sie kocht etwas für sich und ihren Sohn und Sam spielt im Keller halt Zaubershow und baut schon mal Fallen für den Barbadoc, indem er ein Seil so spannt, dass wenn er es unten im Keller anzieht, dass eben an der Tür gespannt ist und man da drüber fliegen muss quasi. Lässt aber auch keine Gelegenheit aus, bei seiner Zaubershow, die er da vollführt, auch noch mehr mit diesen Knallerbsen da um sich zu werfen. Ne? Genau. Und als er aus was dem Mutter natürlich hört. Natürlich. Und dann wird er prompt im Keller erwischt und kriegt halt auch Ärger dafür, denn er soll halt nicht im Keller da rumspielen, weil dort eben die ganzen Sachen von dem verstorbenen Mann und Vater halt lagern. Woraufhin er aber auch richtigerweise sagt, er ist mein Vater, du kannst ihn nicht alleine haben. Hat er ja halt wirklich nicht unrecht. Ne? Also man sieht schon, irgendwie sie ist halt mit dem Kind überfordert, sie ist halt mit dem Verlust überfordert, was sie wahrscheinlich nie verarbeitet hat. Ne? Plötzlich klopft es an der Tür. Ja, und der Kollege, der für sie eingesprungen ist, der für sie eingesprungen ist, steht halt voll lieb mit Blumen für sie und einem Modellflugzeug oder ein Modell. Sagt halt dann zu Sam, ich nenne ihn jetzt Sam, weil Samuel ist mir immer zu anstrengend. Zu Sam hier, meine Mutter hat immer, als ich krank war, hat sie mir einen Modellbausatz mitgebracht. Und Sam gleich verpetzerisch, wie er ist, ich bin nicht krank. Und, nö. Und dann ist halt auch bei Amelia so ein Punkt wieder erreicht, wo sie dann sagt, ja, weil du dich nicht benehmen kannst, bist du von der Schule geflogen. Weil du aufsässig bist und wie viele Sechsjährige kennst du, die noch an Monster glauben. Und die beiden, also Amelia und Sam schreien sich dann halt. Ich hasse dich! Bisschen an. Sie erlaubt mir keine Party und sie erlaubt nicht, dass ich ein Date habe. Und rennt dann in sein Zimmer und der Kollege ist dann irgendwie in der nächsten Szene plötzlich weg. Vielleicht hat er sich auch irgendwo in der Ecke gesetzt, den ganzen Film jetzt über. Ja. Und sitzt dann bis heute noch. Ne, also auf einmal ist er weg. Also die 2 Sekunden zu sagen, irgendwie, ja, tschö, ich gehe, dann hätte man vielleicht noch mit einbauen können. Aber später mehr dazu. Ja, der Kollege ist auf jeden Fall weg, wir nehmen mal an, er ist gegangen. Und ja, genau. Sie bereitet halt, achso genau, sie geht nochmal in den Keller und räumt dort halt die ganzen durcheinander gebrachten Sachen auf. Und geht dann eben in die Küche und, beziehungsweise sie essen dann eben zu Abend. Es gibt eine Suppe und so jeder sein Schälchen vor sich. Und auf einmal beißt Amelia auf Glas. Hat Glas halt im Mund. Und nimmt sofort auch Sam die Suppe weg. Hör auf, das zu essen. Der Barbadoc war das. Der Barbadoc war das. Und findet eben in ihrer Suppe halt auch noch weitere Glassplitter. Und sie schickt ihn dann eben eine DVD schauen oder einen Film schauen, um dann eben in der Zwischenzeit nochmal was Neues zu essen zu kochen. Und Sam schaut sich eine Zauberei-DVD an, weil der ja so Fan von sowas ist. Der Mathe-Magier. Auf jeden Fall geht sie dann in der nächsten Szene die Treppe rauf. Ja. Sieht hier ihren Sprössling von einem Zimmer ins andere rennen. Und geht dann aber in ihr Schlafzimmer und sieht dort eben schon so ein paar Sachen unordentlich ja, auf dem Boden liegen. Auf dem Boden. Genau, und sieht dann eben auf ihrem Bett aber ein Foto von sich und ihrem verstorbenen Mann, was so übermalt ist, also was so beschmiert wurde mit Farbe und geht dann halt auch wutentbrannt ins Zimmer ihres Sohnes. Findest du das etwa lustig? Und er meint, das war der Barbadoc. Er holt sofort seine Schleuder. Die Katapultgeschichte da. Genau, ne? Und um halt Muttern zu beschützen. Genau, er schubst hier sie sogar noch weg. Willst du etwa sterben? Und rennt raus. Ja, Amelia sitzt dann irgendwie am Küchentisch in der nächsten Szene. Und das Licht flackert aber jetzt auch schon so genau, ein bisschen, was dann nie ein gutes Zeichen ist. Niemals. Und sie reibt sich halt auch die Schläfe. Der Junge lauert da so ein bisschen hier auf. Auf Halde. Ne? Wenn da was jetzt kommt, dann habe ich wenigstens gesehen, was da jetzt kommt.
Genau, der Zimmer, also der Junge sieht halt auch in seinem Zimmer, dass der Schrank sich wieder wie von alleine öffnet, geht da ein bisschen umher und auf einmal hört Emilia auch Poltern von oben und rennt dann halt Man hat auch hoch. keine 2 Sekunden Es ist echt mehr. so, man will wirklich diese arme Frau mal eine Pause gönnen. Auf jeden Fall rennt sie hoch, nachdem sie das Gepolter gehört hat und sieht eben in Sams Zimmer, dass dieser Kleiderschrank so umgekippt auf dem Boden steht und Sam ist aber nirgends zu sehen. Sie sucht hektisch irgendwie den Raum ab, guckt noch aus dem Fenster und findet ihren Sohn dann zusammengekauert unterm Bett. Lass ihn nicht rein! Lass ihn nicht rein! Sie versucht ihn auf jeden Fall es wieder, also ne, nicht es, sondern ihn, das Kind zu beruhigen und sieht dabei, als sie auf ein Regal in Blicknähe guckt, das Buch Mr. Barbadoc. Obwohl sie es doch weit weggepackt hat auf dem Schrank obendrauf. Also Ist doch was nicht in Ordnung? schon mal nicht da, wo es hin soll. Sie beruhigt irgendwie das Kind und nimmt das Buch mit und sieht es sich nochmal an, zerreißt dann die Seiten so In richtig raus. richtig zerrissene Seiten, Zerfetzt. ne? Nervenzerfetzend wird das Buch in Teile zerlegt. Genau, und schmeißt es dann in die Mülltonne. Sie legt sich dann schlafen, aber auch dort flackert schon so ein bisschen das Licht. Und dann hört man. Genau, ein Klopfen aus der Dunkelheit. Amelia steht im Bett. Sie erschrickt sich, aber dann legt sie sich einfach wieder unter die Decke komplett und ja, schläft dann durch bis zum nächsten Jedenfalls Tag. ist es hell, es ist morgens. Mal müssen wir zu Rubis Party Ja, wir gehen. müssen. Auf jeden Fall machen sie sich auf zu Rubys Geburtstagsparty und sind da irgendwie auch in der Küche. Und Sam klammert sich an seiner Mutter fest. Es kommt super Ja, sie merkwürdig. versucht ihn halt auch immer so Jetzt unter. geh spielen. So ungefähr. Und wird ihn dann auch irgendwie so ein bisschen los. Und unterhält sich mit den anderen Müttern. Und ja, da kommt auch so ein bisschen raus, dass sie wohl mal früher halt Autorin war oder zumindest irgendwie Zeitungsartikel und irgendwie Kinderbücher geschrieben hat. Und eine Freundin meint noch so ein bisschen, ja, ich finde, es kommt schon herablassend rüber, von wegen, ja, ich kümmere mich auch um benachteiligte Ja gut, das ist halt Frauen. vielleicht einfach nur ein Fettnäpfchen, Und im ne? nächsten Moment erzählen sie dann irgendwie von ihren Maniküren und ihren Friseurterminen und Die dann man flippt. verpasst durch irgendwelche. Termine und dann flippt Amelia halt auch ein bisschen aus nach dem Motto so, oh ja, ein so schweres Leben, wenn ich jetzt meinen Friseurtermin vergesse. Und was ich halt super nachvollziehen kann, weil ich glaube, keiner von den Weibern da kann es halt nachvollziehen, wenn dein Mann plötzlich nicht mehr lebt und du dich eben komplett alleine um dein Kind kümmern musst, was vielleicht auch noch ein schwieriges Kind halt ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich wieder reingesteigert. Draußen sind die Kinder beschäftigt, indem sie einem Clown bei einer Show zugucken. Und Samuel Der versteckt. zufällig da Ja, steht. zufällig. Und Samuel versteckt sich im Baumhaus von Ruby. Ruby klettert in das Baumhaus und meint dann halt auch so voll stänkerisch: Hey, das ist mein Baumhaus. Und die erwachsenen Freundinnen von Claire verabschieden sich. Und ja, Amelia und ihre Schwester Claire unterhalten sich dann halt ein bisschen. Da kommt dann halt eben auch raus nach dem Motto: Ja, es sind jetzt 7 Jahre fast seit Oscars Tod halt rum. Also der verstorbene Mann von Amelia hieß Oscar und nach dem Motto, ja, jetzt so reiß dich jetzt mal zusammen hier, da muss ja irgendwie weitergehen. Im Und Baumhaus immer noch Ruby in dieselbe Kerbe quasi am Schlagen hier. Du hast ja gar keinen Vater, du bist ja nicht normal, die Menschen mögen dich nicht genau, und also bla und sie Keks. stänkert halt so lange rum, bis Sam sie schubst und sie aus dem Baumhaus fällt. Zu Recht. Und sie ordentlich mit blutiger Schnute auf dem Boden liegt. Im Endeffekt nur eine blutige Nase, ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Auf jeden Fall, ja, ein großes Also, Tara da drum. Claire schnappt sich ihre Tochter und will dann halt auch nichts mehr wirklich von Amelia und Sam wissen. Also blockt die halt so ein bisschen ab. Und ja, ja, Autoszene wieder natürlich. komplett hier. Mami! Ah! Und sie hält dann irgendwie an und schreit Sam dann immer: Kannst du nicht einmal normal sein? Es gibt keinen Barbadoc. Als Sam plötzlich neben sich schaut, also er sitzt halt hinten, schaut dann halt auf den Platz neben sich Geh raus! Geh raus! und hat dann anschließend so eine Art Krampfanfall und zappelt da rum und sie natürlich sofort aus dem Auto
zerrt ihn aus dem Auto, legt ihn auf den Bürgersteig und hält auch noch Passanten an und bittet um Hilfe. Und in der nächsten Szene sind wir beim Arzt, der dann halt auch meint, ja, das war so ein fieberbasierter Krampfanfall. Und sie warten halt noch auf Testergebnisse. Und auf jeden Fall sieht man jetzt schon, dass Amelia komplett am Arsch ist. Die ist komplett fertig. Da ist jetzt gar nichts mehr zu holen. Und der Arzt schlägt halt auch noch vor, irgendwie vielleicht einen Psychiater hinzuzuziehen. Und Amelia erzählt eben auch von dieser extremen Angstphase, dass das immer schlimmer wird, dass er mit diesen Monstergeschichten und sowas halt alles... Ja, vor allem sagt der Arzt dann noch, das Monster scheint ihn ja sehr zu beschäftigen. Und daraufhin sie natürlich zu Recht, das ist untertrieben. Ja. Weil es ist ja, geht ja nur noch darum, ne? Und man sieht wirklich ihre komplette Verzweiflung einfach. Und weil er halt immer aggressiv ist jetzt halt auch immer wieder und ob er ihr nicht ein Beruhigungsmittel verschreibt. Genau. Und er willigt also für dann, den Jungen. Genau. Und er willigt dann eben auch ein, weil sie halt einfach sagte, ich habe keine Nacht mehr geschlafen, ich bin fertig mit der Welt. Und der Arzt, wie gesagt, willigt dann halt auch ein und verschreibt ein... Beruhigungsmittel zumindest, bis die Testergebnisse der Untersuchung da sind. Aber es kann halt eben Nebenwirkungen geben, wie so ein bisschen benebelt sein und Übelkeit eben. Aber Emilia ist halt erstmal happy, sag ich jetzt mal, damit vielleicht mal wenigstens eine Nacht sie vielleicht schlafen kann. Also sie legt da echt extreme Hoffnung einfach rein. Auf jeden Fall fragt hier Sam auch seine Mutter, genau. Warum mögen mich die Menschen nicht? Ja, und man merkt halt auch, also wie gesagt, die sind dann wieder zu Hause und dann kommen eben solche Fragen auf und sie versucht ihn halt auch zu beruhigen und man merkt jetzt halt auch, dass Sam mega Verlustängste halt hat, weil er auch immer wieder davon anfängt, ich will nicht, dass du stirbst, Mama, und sie beruhigt ihn dann auch und nach dem Motto, ich beschütze dich, du beschützt mich und gibt ihm dann eben diese Tablette, die vom Arzt verschrieben ist und bleibt dann auch, bis er eingeschlafen ist, bei ihm. Und geht dann selber super selig ins Bett und schläft bis zum nächsten Tag um 11 Uhr durch und sie ist einfach nur glücklich darüber und als sie am nächsten Tag eben aufwacht, sieht sie, dass Sam auch immer noch schläft, geht irgendwie runter, als plötzlich... dreimal an der Tür klopft. An der Haustüre. Aber... beim Öffnen der Haustüre. Nix. Nada. Nada. Ja, sie macht die Türe wieder zu. Aber dann wieder ein bisschen lauter und vehementer. Und dann öffnet sie wieder die Tür und es ist wieder niemand zu sehen. Aber auf der Fußmatte liegt das reparierte Mr. Babadook. Und die Seiten sind wieder schön alle reingeklebt. Die Fetzen sind aneinander Also man sieht noch diese Rissstellen, aber es ist so geklebt. Und anscheinend hat sich der Inhalt des Buches jetzt auch erweitert und verändert. Denn sie sieht nun Seiten, in denen sie quasi den Hund, augenscheinlich sie, den Hund erwürgt und ihr Kind erwürgt und sich selbst tötet. Ein Messer an die Kehle hält. Und sie ist total schockiert und verbrennt das Buch auf dem Grill. Ja, und das tut sie. Telefoniert dann mit ihrer Schwester Claire, um sich einmal nach Ruby zu erkundigen. Die Nase ist an zwei verschiedenen Stellen gebrochen. Zack, ordentliche Arbeit, Sam. Ja. Und man merkt halt Claire am Telefon mega abweisend und hat irgendwie die Nase voll. Und Ja gut, aber erzählt hier Amelia auch, mein Gott, ich fühle mich hier verfolgt, wir kriegen hier Sachen vor die Haustür gelegt und lalala. Und Claire dann einfach nur eiskalt von wegen... Ja, wenn du denkst, du wirst erfolgt, dann geh zur Polizei. Ich habe da keine Zeit für, lass mich in Ruhe. So eine total, wirklich eiskalt, muss man wirklich sagen. Ne, und sie will einfach nur Hilfe haben. Sie will einfach nur, dass ihr jemand zuhört, verdammt nochmal. Und sie legt dann eben auf, also das Gespräch mit ihrer Schwester endet. Und kurz darauf klingelt das Telefon eben erneut. Sie geht dran und denkt halt auch im ersten Moment, das wäre nochmal ihre Schwester, die sich vielleicht entschuldigen will. Erst hört sie nur so Rauschen in der Leitung und dann auf einmal... Babadook, Dook, Dook. Sehr schön. Ja, ne? Ha! Jetzt haben alle hier einen Schock ihres Lebens gekriegt. Ich muss doch mal meine schauspielerischen Fähigkeiten. Schauspielerisch vor allem, ne? Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall hört sie das und legt total geschockt halt auf. Und ihr nächster Weg führt sie daraufhin auch tatsächlich zur Polizei, weil sie halt mega Schiss halt hat. Und
sie erzählt das dann eben auch, dass sie sich verfolgt fühlt und ja, die Polizisten meinen, ja, was ist dann passiert? Ja, hier mir hat jemand ein Kinderbuch vor die Tür gelegt, welches ich eigentlich in Müll getan habe. Und dann, ja, wo ist denn das Buch? Ja, ich habe es verbrannt. Im Hintergrund auch schon andere Polizistenkollegen halt, so, die sich halt super lustig drüber machen. Nee, und im Hintergrund hängen auch, ja, Klamotten entweder ungeschickt oder ist es doch der Barberdog? Ja, wenn man sich immer was einreden möchte, ja, dann redet man sich. Genau, dann halt halluziniert man vielleicht da auch so ein bisschen umher. Auf jeden Fall sieht sie dann irgendwie auf dem Tresen ihre schmutzigen Finger, die wahrscheinlich vom Verbrennen des Buches so rußig und schmutzig sind. Aber und im Endeffekt hat dein Freund und Helfer, du könnt nichts machen. Nö, natürlich nicht. Ja, dann können wir halt nichts machen. Auf jeden Fall rennt sie dann fast schon aus der Polizeistation, weil sie merkt, ja, ne? Sie hat halt auch hier schmutzige, rußige Finger, genau, halt vom Grillen. Genau, das hatte ich schon erwähnt. Hast du erwähnt? Ja. Entschuldigung. Nee, nee, alles gut, halt alles manchmal gut. Ist naja, auf jeden Fall besser. Hat sie ja gesehen, dass das jetzt hier nichts gebracht hat. Und ja, holt Sam dann von der Nachbarin ab, weil Mrs. Roach eben kurz auf ihn aufgepasst hat. Und ja, der Hund fängt auch schon an, Amelia anzubellen und anzuknurren. Also auch schon so ein bisschen komisch. Und sie fängt jetzt irgendwie an, die Wohnung oder das Haus aufzuräumen, geht in die Küche und sieht plötzlich, dass an ihr eine Schabe hochkrabbelt. Ja, auf der Schulter ist eine kleine Schabe. Und sie erschreckt sich, scheucht die halt so weg und sieht eben, dass Richtung Kühlschrank da irgendwie noch mehr sind. Sie schiebt den Kühlschrank zur Seite und sieht ein bisschen lose Tapete, knibbelt die ab und sieht dann ein Loch in der Wand. Wo noch mehr kleine Schaben rauspurzeln. Und als nächstes sieht man sie wischen und fegen und machen und tun, als und es plötzlich wieder klopft. Und diesmal steht. Was war der Unterschied? Das war nur zweimal. Ich habe nur zweimal geklopft. Genau. Ich wollte damit symbolisieren, dass es ja dann nicht der böse Papa doch sein. Nein, nein, nein. Ja, auf jeden Fall sieht sie an einen Mann und eine Frau vor der Tür stehen und ihre erste Reaktion ist: Ich kaufe nichts. Völlig richtig. Aber sie geben sich dann als Jugendamtsmitarbeiter zu erkennen und meinen halt von wegen, ja, Sam war ja jetzt hier ein paar Tage nicht in der Schule, nach dem Motto, wir wollen mal nach dem Rechten schauen, was hier los ist. Sie kommen dann halt eben rein und während Sam, ne, ist natürlich auch da und dann fragen sie, na, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen müde von den Drogen, die meine Mama mir gegeben hat. Weil, ne, sofort in die Pfanne gehauen vom Girl. Ich bin so müde, herrlich. Mir ist schlecht. Und daraufhin sagt die Kollegin natürlich, könnte ich bitte ein Glas Wasser bekommen, Frau, wie heißt sie? Keine Ahnung, Amelia halt. Genau, und ne, nach dem Motto so Augenzwinkern, ne, hier mal fernab vom Kind sprechen sie, ja natürlich, und geht dann mit denen in die Küche, da herrscht also irgendwie auch Chaos und sie entschuldigt sich auch die ganze Zeit, wie es ja aussieht, sie war ja gerade am Aufräumen, außerdem hätte sie ein Schabenproblem gehabt. Sie hat doch ein Loch entdeckt hinter dem Kühlschrank, ne, kommen sie hier, ich zeige es ihnen, da sind Schaben und alles da, zack, es gibt kein Loch in der Wand. Es gibt kein Loch in der Wand. Das ist doch Wahnsinn, da macht schon keinen Spaß. Und trotz dessen, dass sie sich durchaus etwas merkwürdig verhält, meint dann der Jugendamtsmitarbeiter, ja, passen Sie auf, wir sehen, dass wir ungünstig dran sind, gibt ihr eine Broschüre und eine Visitenkarte und meint, wir schauen in der Woche nochmal vorbei. Genau. Vielleicht ist der Drogencocktail für den Sohn ja dann ein bisschen besser geworden. Genau. Auf jeden Fall macht sie dann jetzt, also die ist sie schon mal los wieder und sie kümmert sich um den Abwasch und schaut dabei aus dem Fenster und kann direkt ins Wohnzimmer der Mrs. Roach gegenüber sehen. Und dann schaut sie wieder runter auf ihre Schüssel, die sie gerade abwäscht und wieder raus und sieht dann auf einmal hinter Mrs. Roach im Türrahmen die Gestalt des Babadogs. Genau. Und sie ist super erschrocken, als plötzlich dann Sam in der Küche steht und meint, ich möchte ins Bett. Dann sieht sie nochmal raus und der Babadog bei Mrs. Roach ist wieder verschwunden. Aber sie dann zu ihrem Sohn, nein, 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 du musst noch wach bleiben. Es ist erst 6, also ne? Schlafen es ist 6 Uhr, du kannst ja sonst wirken, die Medikamente nicht. Bist du doch. Obwohl ich mich aber frage, warum. Aber ist auch egal. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Du bleibst wach. Mensch. Zwingt sie ihn noch irgendwie Fernsehen zu gucken und wach zu bleiben und liest ihm dann halt später noch eine Geschichte vor. Und aber da ist er aber auch schon weggeratzt. Und der ist dann schon eingepennt. Das Licht flackert wieder bedrohlich. Es ist sehr windig draußen. Das auch. Und sie schlafen halt auch beide wieder in ihrem Schlafzimmer. Aber sie kann überhaupt nicht schlafen und hört so komische Kratzgeräusche.
Aber es stellt sich heraus, dass es nur der Hund, der an der Tür gekratzt hat. Und ich glaube, sie lässt ihn, glaube ich, sogar rein. Ein neckisches Späßchen, was der Hund sich da erlaubt. Als sie dann, also sie legt sich dann eben wieder erleichtert hin, weil es war ja nur der Hund. Und als sie plötzlich wieder so komische Geräusche hört und sich die Zimmertür wie von Geisterhand öffnet. Und sie zieht sich wieder die Bettdecke über den Kopf, als sie dann wieder hört, Baba, Dog, Dog, Dog. Und eine dann schwarze Schattengestalt. Lugt sie unter der Decke hervor und sieht an der Wand, also an der Decke über sich, eben so eine Schattengestalt, die dann plötzlich eben so runterfährt auf sie und man kriegt halt als Zuschauer den Eindruck, als wäre es dann irgendwie in das ihr. Dass sie einfährt. Genau. Ne, so in der Art. Ja. Sie springt auf, packt Sam, geht mit ihm runter. Ja, und schaut, macht überall Licht und schaut noch Fernsehen. Es läuft irgendwie super bizarres Programm. Man weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich das Fernsehprogramm ist oder ihre. Auf jeden Fall ist in den verschiedenen Sendungen, die sie durchsetzt, immer so der Babadoc zwischendurch zu sehen. Deswegen ist das halt auch so ein bisschen bizarr, wie gesagt. Man weiß nicht, ob das irgendwie ihre Traumwelt ist oder wirklich das Fernsehprogramm oder was sie da halt hinein halluziniert vielleicht eben auch. Ja, am nächsten. Wird schnell hell. Genau, es wird wieder hell und der Hund bellt sie auch schon wieder an und sie meldet sich halt krank. Sie ist völlig fertig mit der Welt und geht ins Bett als Der Junge kommt ins Zimmer und ich hab Hunger, Mama. Ich hab so Hunger. Und dann sie, musst du immer reden. Immer. Wenn du so hungrig bist, warum isst du nicht einfach Scheiße? Also sie ist schon echt. Sie verliert die Beherrschung. Sie verliert sehr die Beherrschung und das Kind rennt dann auch weinend, schluchzend raus. Auf jeden Fall erstaunt. Sie legt sich auch wieder erst im ersten Moment so hin und ist dann aber selber dann irgendwie so überrascht und erschrocken von sich selbst und geht ihrem Kind dann nach. Und beruhigt ihn etwas. Entschuldigt sich für ihren Verhalten. Ausbruch. Und sie wird jetzt auch was zu essen machen. Und der kleine Junge hier bockig. Ich hab keinen Hunger mehr. Ja, und auf jeden Fall überredet sie ihn dann eben. Und dass die beiden mal hier raus müssen, so nach dem Motto. Und fährt dann mit ihm essen in so ein, wie man das so kennt, so ein Diner, sag ich jetzt mal. Wo im Hintergrund halt auch so eine riesen Kinderparty steigt. Die arme Frau. Der super Lärm ist halt immer einfach nur laut und nervig und diese Frau tut mir halt mega leid. Nach diesem Essen fahren sie dann wieder durch die Gegend. Sam fragt auch, wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt ja einfach nur mal durch die Gegend. Als Amelia plötzlich auf ihrem Kleid wieder so Schaben sieht und auch auf dem Autodach ein fettes Kratzgeräusch hört und beide fangen an zu schreien und sie mit einem anderen Auto frontal kollidiert. Der Fahrer ist natürlich sehr erbost. Sehr. Er schreit sie an sofort, aber sie setzt einfach nur den Rückwärtsgang, fährt zurück und fährt nach Hause. Ne? Was aber die nächste Szene eigentlich dann schon symbolisiert, wie durch die arme Amelia eigentlich ist. Weil sie hockt völlig angezogen in einer mit Wasser gefüllten Badewanne. Und Sam kommt dann rein und meint so kleinlaut, soll ich Tante Claire anrufen? Ich kann sie anrufen. Und Amelia. Du fährst vor allem. Du rufst sie nicht an. Genau. Also sie verbietet es ihm, die Tante anzurufen, packt Sam und setzt ihn, er ist ebenfalls voll bekleidet, auch zu sich in die Wanne. Und sie sitzen, hocken sich beide gegenüber und sie meint, ist das nicht schön warm hier? Nächste Szene. Madame holt aus dem Keller die Geige ihres Mannes, hätte ich jetzt beinahe behaupten wollen. Und legt sich damit halt ins Bett. Kuschelt die Geige fest an sich, ne? Und dann kommt wieder der Junge natürlich rein. Ich glaube, wir sollten heute Nacht nicht hier bleiben. Ich kann Mrs. Roach anrufen. Ja, und dann Sam packt dann hier die Geige an und dann, lass das! Genau. Sam rennt wieder raus. Er rennt nicht raus, beziehungsweise er rennt zum Sessel in der Zimmerecke, kauert sich dann da halt hin und Amelia schweift irgendwie so allmählich in eine Traumwelt ab, beziehungsweise und wacht von einem Flüstern auf. Ja, immer wieder so ein Flüstern. So, man versteht nicht viel, aber und zwischendurch. Zum Schluss kommt dann dieses, irgendwas ist im Haus! Und sie schreckt auf.
und geht runter und hört Flüstern und geht diesen Flüstern auch nach, sieht sich um und geht in die Küche und erwischt Sam dabei, wie er mit Mrs. Roach telefoniert. Und sie nimmt ihm dann halt das Telefon auch ab und versichert Mrs. Roach, nein, es ist alles gut, hier Sam spinnt nur wieder rum und genau, legt dann auch auf. Und ist dann mega wütend auf Sam, schreit ihn an, was das soll, packt sich ein Messer und zerschneidet das Telefonkabel. Daraufhin er dann wieder, ich wollte doch nur nicht, dass du ihn reinlässt. Genau. Und gar nichts kommt hier rein. Sie verriegelt alle Türen, alle Fenster und ja, ist mega aggressiv. Also er rennt jetzt Richtung seines Zimmers und bewaffnet sich jetzt komplett hier mit den Gedöns. Katapult und seiner Armbrust, Mini-Armbrust. Ja, wird eine kleine Tablettendiskussion geführt. Genau. Und weil er will die Tablette nicht nehmen, aber er soll sie halt nehmen. Ich bin die Mutter, du bist das Kind. Genau. Ende. Und du machst das, was ich dir sage. Und Sam ist clever, denn er tut nur so, als würde er die Tablette nehmen. Als wäre er clever. Genau. Also er tut nur so, als ob. Und Amelia schaut dann fern. Und auf einmal hat sie so eine Art Wahnvorstellung, denn sie guckt zur Seite und sieht plötzlich Sam blutig auf der Couch liegen. Sie wird super hysterisch und schreit, als Sam dann eben auch Mama, Mama und sie ihn auf dieser Trance und die aufwacht und sich dann eben mit einem Messer vor ihm stehen sieht. Sie packt erschrocken das Messer zur Seite und setzt sich in den Sessel und der Hund fängt dann wieder an rumzuknurren und zu bellen. Aber sie ignoriert es noch ein bisschen und bereitet sich erstmal für sich und Sam einen Eisbecher zu. Genau. Sie hocken sich vor dem Fernseher quasi und genau. In den im Fernseher läuft eine Nachrichtensendung, wo folgende Nachricht gesagt genau. wird. Genau. Wo eben bekannt gegeben wird hier, dass eine Frau ihren Sohn mit einem Messer erstochen hätte und die Polizisten genötigt wurden, die Frau selbst auch zu erschießen. Und im Bericht sieht man dann eben auch eine Frau, die aus dem Fenster schaut und als die Kamera so dichter zoomt, sieht man, dass es Amelia ist. Als plötzlich der Strom ausfällt. Zack, Licht ist aus. Und Sam ist weg. Genau, der war nämlich zuvor halt auf dieser Couch halt eingeschlafen. Und Sam ist jetzt auf einmal weg. Und dann hört sie ihn aber auf einmal neben sich stehend sagen, wach auf, Mami. Und sie meint dann so, aber du schläfst doch. Also ist irgendwie alles super wirr. Und Sam geht in den Keller. Und Amelia folgt ihm dann. Und dort sieht sie auf einmal ihren verstorbenen Mann Oscar und geht auf ihn zu, umarmt ihn und küsst ihn. Ich dachte, du wärst tot. Und er sagt, wir können zusammen sein. Du musst mir nur den Jungen bringen. Und dann, du meinst für Samuel, nenn ihn nicht Junge. Und dann, nein. Ja. Also sie sagt quasi nein. Wenn ich eine weiblichere Stimme hätte, dann würde ich das dann... Auf jeden Fall rennt sie rauf, das Licht geht überall aus. Und man sieht auch irgendwie immer so Schatten. Und dass so Schatten eben so rumfuchteln und so irgendwie so ein bisschen Verfolgungsszenen, sag ich jetzt mal. Und sie rennt dann eben in das Zimmer von Sam, also ins Kinderzimmer, blockiert die Tür auch irgendwie mit so einem Stuhl noch. Und rettet sich so zurück an der Wand und hinter ihr ist ein Kamin, aus dem plötzlich der Hut des Babadooks fällt. Und sie krabbelt dann irgendwie erschrocken wieder nach vorne Richtung Tür, als sich die Gestalt des Babadooks hinter oder über ihr so manifestiert und dann eben so auf sie runter saust und man eben als Zuschauer wieder diesen Eindruck bekommt, dass es halt so in sie fährt. Auf jeden Fall, nächste Szene hockt sie vorm Fernseher und ist halt, macht so ganz unmenschliche Zuckbewegung, ist am Keuchen halt wie eine... Genau. Als ob irgendwas mit ihr komplett nicht stimmt. Ja, also sie wirkt eben nicht wie sie selbst. Der Hund fängt wieder an, sie anzuknurren und anzubellen. Und sie packt sich den Hund, geht mit ihm in die Küche, fängt an, den Hund zu würgen und zack, bricht sein Genick durch. Also schon echt Scheißszene. Ja. Und dann reißt sie sich auf einmal, also packt sie sich in die Schnute und reißt sich den sowieso die ganze Zeit schmerzenden Zahn heraus. Und dann geht sie wieder zurück und sieht an diesem Treppengeländer, dass Sam da so ein bisschen kauert, beobachtet und rennt dann zu ihm hoch, aber Sam kann sich in ihrem Schlafzimmer einschließen. Und da ist dann hier so ganz gut mütterlich, ha, der Hund ist verletzt,
Wir müssen Hilfe holen. Du willst doch nicht, dass er stirbt. Genau, sie versucht dann jetzt erstmal, ihn quasi mit freundlicher Stimme herauszulocken. Darauf fällt Sam aber nicht rein. Lass mich rein, du Stück Scheiße! Wird man wütend. Naja. Als das auch nicht fruchtet, weil logisch, ne? Fängt sie an, sich oben an die Zarge der Tür festzuhalten und mit den Füßen die Tür so lange zu... Das ist cool, ja, die beste Szene. ...bearbeiten, bis die halt nachgibt. Und sie halt in den Raum kommt, an einer Ecke steht, sich umsieht und dann eben in der anderen Ecke quasi steht halt Sam, der sich vor Angst schon in die Hose pinkelt. Ist aber auch verständlich. Und sie kommt dann, schwebt dann so artig auf ihn zu. Sie gleitet über den Boden. Also ganz merkwürdig. Sie beschimpft ihn und Sam sagt dann, du bist nicht meine Mutter. Und wirft noch mit Knallerbsen auf sie. Ja, und rennt weg. Ja, richtig, richtig so. Er schießt noch mit der kleinen Armbrust einen Dartpfeil in ihren Arm. Und den sie aber völlig, lässt sie völlig kalt und reißt dann raus und gut ist. Und dann katapultiert er so einen Ball von seinem Wurfgeschoss da auch noch auf sie. Ein kleiner Flauscheball. Nein, es ist schon hart. Es ist wahrscheinlich hier von dieses Buhl. Ja, und er rennt dann irgendwie wieder weg und Emilia ist dann halt auch auf dem Weg, irgendwie ihn zu suchen. Er ist mittlerweile in die Küche gerannt, als es plötzlich an der Tür klopft. Sie geht dann halt irgendwie mega genervt zur Tür und Mrs. Roach steht davor, die sich halt super Sorgen macht. Halt nach diesem Anruf danach halt auch und alles bla und blub und will dann nochmal hören, ob alles gut ist. Aber irgendwie wimmelt sie halt ab. Und dann kommt sie eben in die Küche und setzt sich so vor Sam in die Hocke und entschuldigt sich und dass es ihr leid tut. Ich verstehe, dass du Angst hast. Ich war auch nicht gut zu dir. Ich bin krank. Und dann, willst du deinen Vater sehen? Willst du zu ihm? Und auf einmal sticht Sam ein Messer in ihr Bein, ja. Entschuldigt sich noch. Sorry, Ma. Und rennt dann in den Keller und Emilia hinterher. Und Sam spannt, wir erinnern uns, er hat ja schon geprobt, spannt dann sein Seil. Und Emilia fliegt halt voll da drüber, stößt sich irgendwie auch den Kopf ein. Ja, knallt volle Lotterie und Ball. Boah, das ist eigentlich schon schmerzhaft aussieht. Unangenehm. Und stolpert, wie gesagt. Und als sie eben unten ist im Keller, schlägt dann Sam noch ordentlich mit einem Crockett-Schläger. Crockett-Schläger in die Kniekehle schön rein, sodass sie zusammenbricht. Und für 2-3 Minuten, wahrscheinlich sind es 10-11 Minuten, bewusstlos wird. Ja. Zumindest so lange, dass Sam Zeit hat, sie auf dem Boden mit Seilen zu fixieren. Sie wacht auf und schreit. Ja, schreit, windet sich und Sam ist dann halt in einer Ecke des Kellers und meint, Mami, ich lass dich nicht alleine. Und sie schreit und lacht und wird total besessen. Und ja, der Barbadoc erlaubt nicht, dass du mich liebst, aber ich liebe dich, Mami. Und du hast ihn reingelassen, du musst ihn wieder rauslassen. Und sie windet sich die ganze Zeit und befreit ihre Arme, packt Sam und fängt an, ihn zu würgen. Und er streichelt ganz zärtlich über ihre Wange und plötzlich schubst sie ihn so weg und hört eben auf, ihn zu würgen. Kann sich dann aber komplett befreien auch und fängt dann an, dunkle Flüssigkeit hervorzu. Also sie kotzt quasi dunkle Flüssigkeit aus. Ne? Ja. Ja. Wird dann wieder ein bisschen ohnmächtig. Natürlich. Ne? Weil man nimmt ja alles mit, das ist ja Wahnsinn. Ne? Sam rüttelt dann an ihr, Mami, Mami, Mami. Ja. Sie kommt zu sich und die beiden umarmen sich. Sie gehen rauf und sind dann halt irgendwie so im Flur vor der Treppe nach oben und dann sagt Sam auf einmal, du wirst ihn nicht los, den Barbadoc. Und wird dann wie von unsichtbarer Zauberhand gepackt und die Treppe raufgeschleift und in das Schlafzimmer von ihr geschleppt. Und sie rennt halt hinterher und sieht, wie Sam noch gegen die Wand 2-3 Mal geschleudert wird. Hier. Und sie schnappt sich. Ich Sam. Mach das mal ein, Entschuldigung. Sie schnappt sich auf jeden Fall Sam und die beiden setzen sich dann so auf das Bett. Und das rüttelt halt à la Exorzist, das ja, Bett. Ne? Alles so erdbebenmäßig ist am Zittern. Die Wände fangen an zu beben. Und sie schreit, was willst du? Und geht auf die Dunkelheit zu, aus der ihr Mann Oscar entgegenkommt, auf sie zu und sie ist schon so, nein. Und dann hört man ihn sagen, atme weiter, stell den Sitz zurück, Liebling. Denn sie wird gedanklich wieder in die Szene des Unfalls zurückkatapultiert, wo eben ihr Mann gestorben ist, als sie auf dem Weg, ja,
ins Krankenhaus zur Geburt ihres Kindes eben gefahren sind. Und fängt dann aber auch an, in die Dunkelheit zu schreien, du bist nichts. Genau, es fängt halt der ganze Raum an zu wackeln, es große Arme breiten sich aus, die Wände reißen ein und sie schreit halt die ganze Zeit halt. Wenn du noch einmal meinen Sohn anrührst, dann töte ich dich. Und dann fängt sie mit einem Riesen raus. Also sie entwickelt eine riesige Gegenwehr und brüllt den Babadook oder dieses Wesen halt eben an. Und er kommt dann auf sie zu, wird immer kleiner und fällt dann auf den Boden. Und man hört dann von dieser Schattengestalt nur noch so ein Wimmern und Knurren. Und Sam kommt dann halt auch schon an ihren Rockzipfel, kann man so sagen. Und Amelia geht dann eben auf diesen Babadook zu, der am Boden liegt und berührt ihn so am Hut. Als plötzlich grelles Licht aufflammt, sie blendet und der Babadook so runtergesogen wird und im Keller quasi landet. Und die beiden umarmen sich und am nächsten Tag kommt Amelia von der Arbeit und holt Sam von der Nachbarin ab. Und meinte noch, ja, die Geburtstagsparty findet um 3 Uhr statt. Und in ihrem Wohnzimmer sitzt schon Mann und Frau vom Jugendamt. Hm. Und ja, alles hat so eine ganz harmonische Stimmung. Als Sam nochmal wieder erzählt, wie dann sein Vater gestorben ist, als er Muttern ins Krankenhaus bringen wollte. Sitzt aber jetzt, weil es ist ja neuer Redestoff da. Hier, meine Cousine kommt aber nicht zur Party. Ich habe ihre Nase an 2 verschiedenen Stellen gebrochen. Und die beiden gucken sich auch so ein bisschen betröppelt an. Und es wird halt auch noch irgendwie vom Erzählen her klar, dass irgendwie schon eine neue Schule wohl für Sam gefunden wurde. In 2 Wochen geht er auf die neue Schule. Genau. Und ja, dann ist eben ein bisschen Gartenarbeit zu sehen. Und Sam sammelt auch ein paar Würmer zusammen. Und Amelia geht mit der Schüssel Würmer in den Keller, um den Babadook etwas füttern. Prescht quasi auf sie zu. Aus dem Dunkeln im Keller. Ne? Sie fängt an, dieses Etwas zu beruhigen. Genau. Ne? Ja. Hey, alles cool, ne? Und die Schüssel, die sie auf den Boden stellt, wird dann wie von Geisterhand wieder so eingesaugt. Und man sieht schon, dass man es bezähmen quasi muss. Und ja, im Prinzip sind die beiden dann wieder im Garten und sie... Sam zeigt eine kleine Zaubershow, sie essen Kuchen, umarmen sich und knuddeln noch ein bisschen und abspannen. Dada. Ja, wow, Leute, was für ein Film. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu unserer Meinung über. Was sagst du? Ich entschuldige mich bei Noah Wiseman. Nein, ich brauche mich gar nicht entschuldigen. Er spielt die Rolle so gut, dass man halt dass wirklich man genervt wirklich ist. Ihn am liebsten noch öfter gegen die Wand schleudern möchte. Also Hut ab, grässlicher Junge, super gespielt von Noah Wiseman. Wundervoll. Obwohl es ja auch irgendwie, ne, weiß ich nicht, Kinder mit so Verhaltensauffälligkeiten können ja im Grunde halt auch nichts dafür. Ja, ne? Natürlich, man sagt halt immer so lapidar, ey, boah. Meine, gut, in diesem Fall ist es natürlich ein Film und man ist so als Zuschauer, also man wird halt komplett in diese Situation geworfen. Man kann das so nachempfinden, wie diese Mutter einfach fertig ist. Die schon den Kopf voll hat. Ja. Voller Probleme. Ja. Ja, und ne, es ist halt so, also ich finde im Nachhinein eigentlich, dass dieser Film super vielschichtig ist, weil für mich ist der Babadook die Psyche der Mutter, die dargestellt wird, weil sie halt mit der kompletten Situation überfordert ist. Sie hat nie den Tod ihres Mannes verarbeitet. Sie hat vielleicht auch ihr Kind immer dafür verantwortlich gemacht. Ne? Weil... Ja, gut, so ein bisschen schon, das finde ich schon, spielt dann halt so mit. Diese Schlafmangel, das anstrengende Kind, diesen Verlust, den sie nie verarbeitet hat. Und für mich symbolisiert halt dieser Babadook halt, wie gesagt, die Psyche der Mutter. Und deswegen auch zum Schluss, wo der in den Keller gesperrt ist, ne? Er wird dann weggesperrt und muss unter Kontrolle gehalten werden, damit sie nicht wieder so durchdreht. Also das ist meine Interpretation. Ja, ist doch cool, kann ja auch so sein. Aber jetzt habe ich dich quasi abgewürgt. Nein, Babadook, ne? Ist eine schöne Figur eigentlich. Ja, voll. Ich würde es auch feiern, wenn es das Buch halt so, wie es in dem Film ist, wirklich geben würde. Klar, man hat das Mediabook in dieser Ausführung, aber es ist ja nicht das Gleiche. Nein, nein. Ja, gut, was gibt's zu sagen, ne? Ja. Also ich finde schon... Also ich muss diesen Film nicht rauf und runter gucken. Das reicht, wenn ich den einmal im Jahr sehe, ist er halt eigentlich schon zu viel.
Ne. Ja, so ein Jahr ist ja jetzt auch nicht so lang, ne? Aber ab und an kann man sich den auf jeden Fall, finde ich, schon mal geben. Und wie gesagt, ich finde, man kommt halt mega in diese krasse Stimmung halt rein, dass dieses Verständnis halt für diese Frau und für diese Überforderung einfach da ist. Und Ja, man. man hat pausenlos Mitleid mit der Ja, Amelia. das ist echt. Also Und ich dass finde. ihr aber auch wirklich kein Arsch zuhören will, wie sie da ihre Schwester anruft Ja. und einfach nur, hey, ich glaube, wir haben ja Probleme, dass uns einer hier Verfolgt. verfolgt und stalkt und was weiß ich nicht. Und die Schwester dann nichts anderes zu tun hat, hey, wenn ihr da ein Problem hast, dann geht zur Polizei damit, anstatt dann einfach mal zu sagen, hey, weißt du was, ich komme vorbei oder komm du vorbei und dann, Reden wir mal ne? nochmal und überlegen, was wir machen Das ist können. dann eher, wo ich. Eigentlich könnte ich den ganzen Film über kotzen, aber das Verhalten von. Ist genau wie die Polizei. Ne? Ja, aber ich finde halt Da auch, steht eine Frau ja. vor dir, die total aufgelöst ist. Ne? Sei mal dahingestellt, ob das jetzt alles stimmt, was die da erzählt wird. Aber da steht eine Frau, die augenscheinlich Hilfe braucht. Und Ja. im Endeffekt sagst du zu dieser Frau: Ja, ist ja nichts passiert. Im Endeffekt, wir können ja jetzt auch nichts machen, gehen Sie nach Hause. Ja. Es ist. Da könnte ich reinschlagen. Aber ich finde halt genauso merkwürdig halt diese Jugendamtsmitarbeiter, die dann halt zum Schluss, die halt in eine super merkwürdigen Situation halt reinkommen. Es sieht chaotisch aus in diesem Haus. Diese Frau ist augenscheinlich total überfordert. Dieses Kind, das man meint, ja, meine Mami hat mir hier Drogen gegeben, bla bla bla. Und die haben dann nichts anderes zu tun, Mit solchen Kindern kannst du auch kein Verbrechen planen. als dann zu sagen so, ah, wir kommen wohl ungelegen, hier haben sie mal unsere Karte, wir kommen in der Woche wieder. Also, dass ihr nicht mal irgendwie, ich meine, es sagt ja auch niemand, dass die halt ihr sofort das Kind wegnehmen sollen, um Gottes Willen, aber dass man ihr wenigstens Unterstützung halt anbietet, dass man sagt, passen Sie auf, wir stellen Ihnen jemanden an die Hand, weiß ich, eine Haushaltshilfe oder mal jemanden, Babysitter, sag ich jetzt mal, ne, damit sie mal ein bisschen zur Ruhe Ja, kommen. vielleicht jemand, der auch mal das Kind am Tag für 2, 3 Stunden, damit sie auch mal Ja, zur Ruhe kommt. eben, ne? Und weil die ja irgendwie gesehen haben, dass sie total überfordert, also in einer überforderten Situation ist. Aber jeder lässt sie halt mit dieser kompletten Situation alleine. Und das bringen die halt einfach so krass rüber. Man hat so Mitleid mit denen und Und es tut mir leid, ich finde auch solche Aussagen von wie die Schwester, hey, das ist doch jetzt 7 Jahre her, da musst du doch irgendwann mal ja. drüber gekommen. Das ist Schwachsinn. Ich glaube, jeder, der schon mal einen geliebten Menschen irgendwo verloren hat oder irgendwas, man lernt Ja. damit zurechtzukommen, aber es wird niemals besser oder irgendwas. Ja, das ist es. Und jeder Mensch trauert A anders und B, wenn ich jetzt mich da reinversetze, wirklich, du verlierst deinen Partner durch einen Autounfall, bringst dann dein Kind zur Welt und musst dich dann irgendwie zwischen Trauer und kümmern um ein Baby, Ja. wo willst du denn dann noch Zeit haben, irgendwie das mal zu verarbeiten? Wirklich, da musst du irgendwie arbeiten, weil ja plötzlich auch ein zweites Einkommen wahrscheinlich fehlt. Du musst halt also arbeiten. Also wenn man es jetzt mal richtig ausatmend hier beschreiben will, dann fragt man sich, ja, und solchen Leuten wird dann nicht geholfen, die eigentlich händeringend Hilfe brauchen einfach, ne? Gut, aber jetzt gehen wir, glaube ich, Ich weiß, viel zu ich tief weiß, in die die Psychologie total viel zu, hinein, ne? aber wie gesagt, die Schauspieler, auch wenn man immer sagt, boah, dieser nervige Junge, aber im Grunde spielen die das so grandios halt wirklich. Das muss man wirklich sagen, Hut ab. Man hasst diesen Jungen wirklich, weil man sich Ja. die ganze Zeit denkt so, mein Gott, diese arme Was Frau. in diesem Film alles an Emotionen freigesetzt wird, das ist Wahnsinn. Das Ne? ist Einmal echt dieses Wahnsinn. Mitleid haben mit ihr komplett, dieser Hass quasi schon gegenüber der Schwester Ja. und alle, die nicht zuhören wollen und sich im Endeffekt noch, wie diese Freundin da, nicht drüber lustig machen, ist übertrieben, aber Ja, dann noch so ins dieses, Fettnäpfchen ne? treten dann halt, ne? Aber Und das Ganze. Und eigentlich gibt dir dieser Film überhaupt keine positiven Gefühle mit auf dem Weg. nee, ist eigentlich super bedrückend, sag ich jetzt mal. Also auch ja viel dunkel, weil ja Ne? viel auch um das Thema Schlafen und sowas halt handelt, ne? Dass die nicht schlafen können und eben viel eben dunkel, im Dunkeln eben ist und viel so diese gedrückte Stimmung wird ja dadurch nochmal unterstrichen natürlich. Aber wie du schon gesagt hast, die Emotionen kommen so krass raus Ja, einfach. und es Und sind keine, wie gesagt, positiven. Das nee. ist halt den ganzen Film immer. Selbst am Ende finde ich das noch nicht mal, wenn die sich da noch mal drücken oder was Ja, weiß ja, ich da ja. noch ein. Es ist halt, weil die Probleme werden ja nicht Nein, die weniger. Probleme sind weiterhin da. Ne, Man und hat das Problem quasi nur verlagert oder man ja. versucht es so in den Griff zu bekommen. Genau, zu unterdrücken. Ja, ne, Ne? zu unterdrücken. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr krasser Entschuldigung für Film. die Psychologiestunde Ach, jetzt hier, vielleicht habt aber. ihr ja Lust auf die Psychologiestunde. Auf jeden Fall ein krasser Film, den wir durchaus zum
mal, wenn ihr den gar nicht kennt, auf jeden Fall mal reinschauen, empfehlen können. Also Schauspielerleistung top auf jeden Fall, mega krass. Und ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr den findet, fandet, ob ihr den schon kanntet. Unter Gruselhaus84 sind wir bei Instagram zu finden und auf Twitter sind wir auch unter Gruselhaus zu finden. Und morgen werden wir die Folge auch wieder auf YouTube hochladen. Ja, da habt ihr dann die Auswahl, wo ihr euch das gerne anhören möchtet. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ne? Genau. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, ich gucke jetzt gerade nochmal hier, gut, kameramäßig, alles top. Spezialeffekte waren jetzt halt nicht so viele. Nee. Ich glaube, da war eine Szene, wo er da durch diese Traumszene knallt, wo der Junge da mit diesem Blut. Ja. Ja, Ruby natürlich mit ihrer blutenden Nase. Natürlich. Aber das ist ja shit, hier ein bisschen Ketchup in die Schnauze und sieht das aus. Ne? Nein. Egal, Jet Kurzel, Musik, Score. Wir haben jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass da irgendwie großartig was. Wenn dann also immer so unterschwellig halt, ja. Ne? Aber jetzt nicht, dass ich es jetzt auch so in Erinnerung gehabt hätte. Das stimmt. Naja. Gut. Warte mal, Australien war es, ne? Mhm. Die Australier. Ja. Also, wie gesagt, schreibt uns auf den bekannten Wegen. Ja, schreibt. Lasst uns. Hinterlasst Kommentare. Genau. Vielleicht bei YouTube auch einen Daumen hoch. Hey. Hey. Und dann sagen wir uns, wir hören uns wieder. Wir sagen uns. Wir hören uns wieder im Gruselhaus. Bye, bye. Ciao.